Ich habe Datensätze mit Kraskis und damit wir jetzt nicht noch länger warten müssen. Also viel Spaß. Okay, dann geht es jetzt zumindest thematisch beinahe nahtlos weiter. Einige der Probleme wurden vorhin schon, gerade eben schon von Markus angesprochen. Zum Beispiel wurde diese erste Temperaturrekonstruktion der Karten für Norditalien, für einen Teil Norditaliens gemacht. Und wir haben das jetzt eben auf ganz Europa ausgeweitet, was erstmal einen Riesenhaufen Probleme bereitet hat. Und ich möchte jetzt ein bisschen die technischeren Aspekte darstellen, wie wir da hingekommen sind und die Probleme gelöst haben. Und das Hauptanliegen ist eigentlich vor allem zu zeigen oder zu erklären, dass das mit